Hallo liebe Leute, folgend geht es um die nähere Betrachtung eines spektakulären Interviews von Sarah Wagenknecht bei Karin Mioska. Als Hintergrund ist zu sehen, dass Sarah Wagenknecht im Sommer erklärt hat, sich gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen zu positionieren. Der Hintergrund der Stationierung dieser Mittelstreckenraketen ist, dass es hyperschale Raketen sein werden und dass damit Russland ohne Vorwarnzeit angegriffen werden kann. Dass also jederzeit, ohne darauf reagieren zu können, ein Enthauptungsschlag möglich ist. Wobei unkalkulierbar ist, wie Russland darauf reagiert. Also aus meiner Sicht wäre sogar eine Kriegserklärung möglich. Es ist auf jeden Fall ein unglaubliches Risiko für Deutschland. Und wir erinnern uns, Deutschland hat in den USA keine Raketen stationiert. Und Amerika ist auch durch einen Ozean getrennt. Das heißt, Russland ist nicht in der Lage, einen Enthauptungsschlag ohne Vorwarnzeit durchzuführen, wie es die USA in der Lage wären, jetzt aus Deutschland mit Mittelstreckenraketen, mit hyperschall Raketen. Es ist also eindeutig, dass es hier nicht um ein Gleichgewicht geht, sondern dass es um eine Verbesserung der geostrategischen Lage der USA geht. Jedenfalls, seitdem sich hier Sarah Wagenknecht eindeutig positioniert hat, bekämpfen die Öffentlich-Rechtlichen, die großen Medien, Sarah Wagenknecht und das BSW. Das ist für viele noch nicht so gut erkennbar, weil viele denken, okay, ja, Sarah Wagenknecht wird weiter eingeladen, sie ist ja weiter in den großen Medien. Sie darf weiter erklären, wie böse die AfD ist und so weiter und so fort. Und dem BSW wird damit einen Gefallen getan. Sarah Wagenknecht kann sich weiter positionieren. Es wird aber hier in dem Interview deutlich, dass die Öffentlich-Rechtlichen, sie haben das Problem, sie können jetzt auf einen Schlag Sarah Wagenknecht nicht mehr einladen. Weil natürlich, wenn sie das tun, sie jetzt plötzlich Sarah Wagenknecht nicht mehr einladen, dann sehen die Leute den Zusammenhang mit den Mittelstreckenraketen und der Nicht-Einladung. Das heißt, das geht nicht so einfach. Das kann man entweder nur schleichend machen und die großen Medien versuchen jetzt hier was anderes. Und aus meiner Sicht wird das sehr gut deutlich, wenn man sich mal dieses Interview anguckt, aber ohne die Antworten Wagenknechts. Also wir gucken uns jetzt einmal an, nur die Fragen von Karin Mioska aneinandergereiht. Es wird keine Frage ausgelassen. Und dann, denke ich, wird die Intention des Interviews und das Bild, das von Wagenknecht gezeichnet werden soll, wird dann ganz deutlich. Es sei zuvor angemerkt, dass der Eindruck natürlich ein anderer ist, wenn man die Wagenknecht-Antworten hört. Aber trotzdem, es bleiben immer Zweifel. Also wenn diese Fragen eingeworfen werden, dann bleibt ein bestimmtes Bild haften, das Wagenknecht unbedingt abbauen kann. Gucken wir uns jetzt im Folgenden einmal nur die Fragen an. Wären Sie da, wo Sie stehen, wenn die Medien nicht Sie mit aufgebaut hätten? Und jetzt könnten Sie zum ersten Mal Teil dessen sein. Sie könnten ins Regieren kommen. Bislang, könnte man sagen, sind Sie vor allem dadurch aufgefallen, dass Sie vor allem sehr viel geschimpft haben über die Regierung und öffentlichkeitswirksam aus Parteien ausgetreten sind. Bodo Ramelow hat einmal über Sie und Ihren Ehemann Oskar Lafontaine gesagt, Ihr Markenzeichen sei das Gehen. Wäre Fliehen treffender? Haben Sie deswegen eigentlich eine eigene Partei gegründet? Aber wer ist eigentlich auf den Namen gekommen? Bündnis Sarah Wagenknecht, war das Ihre Idee? Deine Ist Ihnen das ein bisschen unangenehm? Beendet. Aber es ist ja sehr auffällig, Frau Wagenknecht, es hat noch nie, bis auf eine zu vernachlässigende Ausnahme, noch nie in Deutschland eine Partei gegeben, die nach einer Person benannt wurde. So als dürfte es keine anderen Götter neben Ihnen geben. Dass Sie das alles über ein anderes Mandat, nämlich über das der Linken, getan haben und jetzt im Bundestag sitzen und die Wirkkraft und die Ressourcen des Bundestags nutzen auf dem Ticket der Linksfraktion, das finden Sie immer noch nicht unanständig. Ne? Ich würde gerne noch einen Moment bei der Botschaft Sarah Wagenknecht bleiben. Wir haben nämlich festgestellt, dass es von Ihrer Partei und von Ihnen als Person schon einen riesen Merchandising gibt. Können wir mal kurz zeigen. Es gibt schon Sarah Tassen, es gibt schon Sarah Hoodies, Sarah Kühlschrankmagnete, Sarah Mauspads, Regenschirme. Wann gibt es die Sarah Matruschka? Ich habe es geschaut. Es gibt in der SPD, gibt es so von alten SPD-Granden, gibt es Tassen maximal. Aber dieses ganze Ensemble haben wir so. Aber gleich bei heute Abend. Nee, aber wollen. Es ist Personenkult, ist ein Thema, weil Ihre Thüringer Spitzenfrau Katja Wolf sich dezidiert dazu geäußert hat. Ich würde das gerne mal vorlesen. Sie hat gesagt, mich hat die Wende 89 sozialisiert. Ich mag keinen Personenkult, ich will kein Zentralkomitee, ich will kein Bild meines Parteivorsitzenden im Büro. Die will keine Tasse von Ihnen. Warum fühlt sie sich genötigt, das so klarzustellen? Bleibt sie jetzt schon wieder Ihren Ausstieg vor?
auch mit Sorgen, die es ist sehr interessant, wie Sie das mit Abscheu von sich weisen, diesen Personenkult. Und wenn Sie sagen, es ist gar nicht so, dass Sie nur im Zentrum stehen, sondern dass Sie auch alle gemeinsam und gleichberechtigt zusammenarbeiten wollen, dann frage ich mich schon, warum lassen Sie Frau Wolf in Thüringen und Frau Zimmermann in Sachsen nicht mehr freie Hand? Sie haben gesagt, wer mit dem BSW verhandeln will, der muss mit mir sprechen. Haben Sie nicht genug Vertrauen zu Ihren Chefs? Das vermutet doch niemand, dass es zwei BSW gibt. Friedrich Merz geht auch nicht zu Katja Wolf und will mal hören, was die so grundsätzlich denkt. Wofür Sie stehen, darüber werden wir noch sprechen. Jetzt wollen wir erst mal über das Wie sprechen, denn über das Was. Der Wahlkampf, ich habe schon gesagt, ist ganz auf Sie zugeschnitten. Und wie Sie dort auftreten und was Sie wie sagen, das haben wir uns genauer angeschaut und einen Kommunikationsberater gebeten, das zu analysieren. Sprache spielt eine große Rolle in der Politik von Wagenknecht. Wagenknecht ist der Meinung, dass man über Sprache Politik verändern kann. Und ich glaube, da hat sie auch einen Punkt, weil wir immer die Realität, die Wahrheit über Sprache in der Politik verhandeln. Wir erleben wieder Politiker, die sich anmaßen, uns vorzuschreiben, wie wir zu sprechen haben, welches Auto wir zu fahren haben, welche Heizung. Und auch da wieder sind wir wieder bei den Grünen und ihren Lügen. Klar, die Raketen tragen immerhin den weiblichen Namen Iris. Also so viel Feminismus muss im Hause Baerbock offenbar sein. Gut und böse, richtig und falsch, Freund und Feind sind immer eindeutig verteilt. Und das erzeugt natürlich eine Vereinfachung der Welt. Und die Welt ist aber eigentlich deutlich komplexer. Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben. Die Rhetorik von Wagenknecht bewegt sich im Dreieck der wichtigsten politischen Emotionen. Das sind Angst, Wut und Hoffnung. Und sie bindet die in eine Erzählung ein, in der der Status quo ein Untergang des Landes ist und sie dann aber die Retterin des Landes am Ende ist. Ich denke schon, um diesen Wahnsinn zu stoppen, dass das kriegstüchtige Deutschland in einer Welt voller Kriege jetzt auch militärisch wieder ganz vorn mitmischen will, schon um das zu stoppen, war es so wichtig, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Sarah Wagenknecht ist ein Ausnahmephänomen in der deutschen Politik, nicht nur, weil ihre Partei auf einer Hyperpersonalisierung beruht, sondern auch, weil die Person Wagenknecht selbst von einer sehr kalkulierenden und sehr wirksamen Rhetorik und Sprache lebt, über die sie sehr viel mediale Aufmerksamkeit generiert. Scholz jedenfalls, der kennt den Russen ganz genau und den schlimmen Putin erst recht. Nicht einmal eine Debatte im Bundestag hält der Vasallenkanzler für nötig. Ich glaube, sie benutzt den Begriff Vasallenkanzler sehr bewusst. Den hat es in der deutschen Geschichte auch schon mal gegeben, in der Weimarer Republik. Und sie versucht ja auch, neue Begrifflichkeiten in den Diskurs zu bringen und somit eine neue Wahrheit zu schaffen. Ein Vasallenkanzler, Frau Wagenknecht. Vasall ist, man könnte auch sagen, Knecht ist ein anderes Wort für Vasall. Unter welcher Knechtschaft steht Olaf Scholz angeblich? Darf ich noch mal fragen, wessen Vasall ist Olaf Scholz? Würden ernsthaft behaupten, Olaf Scholz ist der Vasall der Vereinigten Staaten? Wir reden ja jetzt über Sprache, Frau Wagenknecht. Und das inhaltlich zu kritisieren ist das eine, dass wir unter dem Schutz der Vereinigten Staaten und des Verteidigungsbündnisses NATO stehen, kann man so oder so sehen. Und ob jetzt Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen oder nicht, kann man so oder so sehen. Aber das Wort Vasall insinuiert, dass Deutschland kein souveräner Staat ist. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie diese Sprache benutzen müssen. Deutschland als Vasall oder den Kanzler als Vasall der Siegermächte zu bezeichnen, ist auch eine beliebte Methode, zum Beispiel der Reichsbürger. Eine Bundesrepublik gibt. Und Sie benutzen das Wort. Haben Sie das von denen oder haben die das von Ihnen? Sie benutzen deren Wortschatz. Und ich darf Ihnen noch zeigen, in welcher anderen Gesellschaft Sie sich dabei noch bewegen. Denn Björn Höcke von der AfD, der bezeichnet die CDU, mit der Sie bald in Sachsen und Thüringen womöglich regieren wollen, als Vasall, wie dieses Video jetzt eindrücklich belegt. Da befinden Sie sich nicht in angenehmer Gesellschaft. Vasall nur in rechtsextremer Rhetorik. Deswegen, er würde sagen, es ist sein Auftrag und es geht nicht nur um ein Wort, sondern es geht um Ihre Rhetorik insgesamt. Und dann gucken wir das andere Beispiel nochmal an, was wir eben im Film gesehen haben, gucken uns aber jetzt nochmal an, so wie Sie über die Grünen gesprochen haben. Geht's noch kleiner, Frau Wagenknecht. Die verlogenste, inkompetenteste und gefährlichste Partei im Bundestag ist in Ihren Augen nicht die rechtsextreme AfD, sondern die Grünen. Es auch mal in der Sache zu kritisieren, ist absolut Ihr Recht. Sie aber machen durch diese Wortwahl demokratische Parteien verächtlich. Einfach nicht mehr ertragen. Woher wissen Sie genau, was die Menschen denken?
Okay. Sie setzen sich ja häufig ein für Menschen, die, sagen wir mal, zu wenig zum Leben haben, die beispielsweise sich bei der Tafel was zum Essen besorgen müssen und am Ende des Monats zu wenig Geld haben. Wie informieren Sie sich eigentlich über die Lebensumstände solcher Menschen? Sie sind da. Wo sind Sie? Bei den Tafeln? Wann waren Sie das letzte Mal bei einer Tafel? Sprechen Sie mit diesen Menschen? Aber Sie sprechen mit den Menschen. Schauen Sie sich das auch vor Ort an? Es gibt ein Foto, dass Sie bei der Firma, bei dem Mittelstand waren. Es gibt aber keine Fotos von Besuchen von Sarah Wagenknecht bei irgendwelchen sozialen Einrichtungen. Wir haben uns dafür interessiert und gesucht. Wir haben Bilddatenbanken durchsucht und haben kein einziges Bild gefunden. Keine Sarah Wagenknecht im Krankenhaus, keine Sarah Wagenknecht im Kindergarten, keine Sarah Wagenknecht bei der Tafel. Und dann haben wir gedacht, okay, dann nimmt sie eben keine Fotos mit und keine Fotografen. Kann ja auch unangenehm sein. Dann haben wir bei Sozialverbänden angerufen. Im Osten, wo sie gerade im Wahlkampf unterwegs waren und natürlich auch in Nordrhein-Westfalen, dort, wo sie sich mehrfach um ein Direktmandat kandidiert haben und bemüht haben. Niemand dort kann sich erinnern, dass sie jemals persönlich eine soziale Einrichtung besucht haben. Welche Sozialverbände? Also in Nordrhein-Westfalen, nein, es ist doch nur, wie wirkt es auf die Wählerschaft, wenn die Frau, die ja selber eigentlich eine Großverdienerin ist, allein für ihr letztes Buch. Alle Politiker sind Großverdiener im Vergleich zu dem, was die normalen. Dass die zu den Menschen, für die sie sich immer wieder einsetzt, nicht nachweisbar und andauernd einsetzt. Das haben wir uns gefragt, wie das wohl wirken könnte. Und was machen Sie jetzt mit diesem Wahlergebnis? Ist mit Ihnen ein Start zu machen, fragen wir in dieser Sendung. Und das fragt sich auch die CDU, die mit dem WSW in Thüringen und Sachsen koalieren werden muss, um eine stabile Regierung oder immerhin eine Regierung zustande zu bringen. Problematisch für die CDU sind Wagenknechts außenpolitische Forderungen. Verhandlungen statt Waffenhilfe für die Ukraine und keine Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden. Die Landesregierung sollte Position beziehen. Sie kann nicht die Entscheidung treffen, aber sie kann die Bundesregierung unter Druck setzen. Zweifel in der Parteizentrale in Berlin. Das ist eine Kaderpartei einer Person, die sich in diesen beiden Landtagswahlkämpfen zur Weltpolitik geäußert hat. Aber was diese Partei zu den Abwassergebühren in Thüringen und in Sachsen sagt, weiß ich nicht. Hier geht es darum, russisches Einflussdenken, russisches Interessendenken und die autoritäre Führung, eine Ein-Mann-Führung, auch in Deutschland umzusetzen. Und das passt nicht zur Union, das passt überhaupt nicht zur Bundesrepublik Deutschland. Dennoch kündigt die CDU an, Gespräche zu führen. Jetzt gehen wir das mal an, zuerst mit der SPD und dann mit BSW und dann werden wir schauen, wo wir stehen. Dafür, dass Sarah Wagenknecht von ihren Maximalforderungen abrücken könnte, gibt es bislang kein Signal. Zwei Drittel im Osten lehnen die US-Raketenpläne ab. Viele Menschen sagen, die Bundesregierung sollte sich viel mehr um Diplomatie bemühen, nicht immer nur auf Waffen setzen. Und das sollte im Koalitionsvertrag verankert werden als Position der Landesregierung. Das würde die politische Debatte in Deutschland durchaus beeinflussen und vielleicht auch verändern. Sagt Sarah Wagenknecht. Und darüber wollen wir jetzt sprechen und erweitern die Runde mit einer CDU-Stimme, was super ist an diesem heutigen Abend. Ich begrüße ganz herzlich den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Thorsten Frey. Guten Abend. Und der Journalist und Chefredakteur von Tape Briefings, Michael Bröker, ist bei uns. Ja. Herzlich willkommen. Herr Frey, seit wann lassen sich CDU-Ministerpräsidenten von einem potenziellen kleinen Koalitionspartner Außenpolitisches diktieren? Aber wenn doch die Bedingung, und zwar eine unumgängliche Bedingung von Frau Wagenknecht ist, dass eine wie auch immer formulierte Formel, wir sind für Frieden, wir wollen nicht, dass die US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden, im Koalitionsvertrag verankert werden, würden Sie sagen, es kommt auf keinen Fall in Frage? Markus Söder hat das heute Abend auch bestätigt und gesagt, auf keinen Fall steht sowas im Koalitionsvertrag. Also da bleiben Sie, das würden Sie unterstützen. Herr Brücker, wenn die CDU sagt, ich würde gerne, das kommt nicht in Frage, Sie können gleich antworten. Und Frau Wagenknecht sagt, aber es geht nur damit, dass es unabdingbar muss, dass da drin stehen. Wie soll das funktionieren? Bleiben Sie bei Ihren Bedingungen, Frau Wagenknecht. Es könnte sogar sein, dass Herr Kretschmer sagt, ich möchte auch den Krieg beenden. Das hat er ja den ganzen Wahlkampf über getan. Er hat auch nichts dagegen zu betonen, dass er sich für mehr Diplomatie und Frieden einsetzt. Aber auch Herr Kretschmer ist für die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Wie wollen Sie denn erreichen, dass er das coram publico vom Bundesrat oder wo auch immer wieder sagt? Die Position kennen wir ja. Und wir müssen endlich in der nicht darüber, dass wir immer brauchen mehr aufrüsten. Aber in Thüringen und in Sachsen eine Regierung. Und wenn nun Herr Kretschmer und Herr Vogt, nehmen wir an, sie werden Ministerpräsidenten, nicht sagen, wir werden das unterstützen, was sie wollen.
Dann gibt es keine Koalition. Ich aber mögen Sie uns mal wichtig, mögen Sie uns mal mitnehmen. Dafür gibt es die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Und darauf ist sicherlich auch der Wunsch der Menschen gerichtet. Wie sollen die sich denn einigen? Können Sie uns ein bisschen helfen? Wie werden Sie denen entgegenkommen? Normalerweise ist es ja so, wenn man auf einen Partner zugeht und man hat einen Punkt, wo man weiß, da wird man sich nicht einigen, dann sagt man, okay, den klammern wir aus, reden wir erstmal weiter. Aber das machen Handy-Positionen. Ich möchte noch mal dahin zurückkommen, worüber wir heute Abend reden, nämlich wo ist die rote Linie für Sie zu sagen, darüber gehe ich nicht. Und bis dahin komme ich der CDU in Thüringen und Sachsen entgegen, damit wir dort all das, was Sie den Thüringern und Sächsinnen versprochen haben, was Sie gerne umsetzen würden für den Lebensalltag, wirklich gerne. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Deswegen frage ich mal, was ist denn eigentlich, wenn BSW und CDU sich nicht einigen? Rechnerisch könnten ja auch BSW und AfD so eine Bundesratsinitiative durchsetzen. Rechnen Sie damit? Wenn Sie sich mit der CDU in dem Punkt nicht einigen in Thüringen und Sachsen, würden Sie dann sagen, okay, dann werden wir euch ein bisschen unter Druck setzen und das eben mit der AfD machen? Würden Sie die Stimmen der AfD nutzen, um diese außenpolitischen Bedingungen durchzusetzen, war meine Frage. Dass Frau Wagenknecht immer wieder auf ihren außenpolitischen Bedingungen beharrt, führt auch dazu, dass sie auch innerhalb der CDU ein Problem haben. Darüber wollen wir heute übrigens auch noch mal kurz sprechen. Dass nämlich Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und auch 40 andere inzwischen gefordert haben, dass BSW in den berühmten Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, den sie für die Zusammenarbeit mit AfD und mit Linke mal verfasst hat 2018, den auszuweiten auf das BSW. Wird der kommen? Und wenn ja, wie soll denn das dann gehen? Was ist auffällig? Sarah Wagenknecht wird als selbstsüchtige Hexe gekennzeichnet, die merkwürdig ist, die verdächtig ist, der nicht zu trauen ist. Und sie nutzen dabei aus die Medienpräsenz von Sarah Wagenknecht. Und tatsächlich ist es hier so, dass tatsächlich, wenn jetzt Wagenknecht effektiv sein wollte, wenn sie jetzt das negative Framing unterbinden wollte, dann müsste sie die Glaubwürdigkeit von Karin Mioskainen in Zweifel ziehen. Sie bleibt in einer passiven Rolle. Natürlich gelingt es ihr auch ein Stück weit, die Öffentlich-Rechtlichen damit unglaubwürdig hinzustellen, aber eben nur eigentlich zu wenig. Weil wenn jetzt Sarah Wagenknecht die Fragen nicht kritisiert, also die Art der Moderation nicht kritisiert, Kritik ist das falsche Wort, sondern die Fragen in den Mittelpunkt stellt und damit indirekt die Öffentlich-Rechtlichen kritisiert werden, dann berechtigt sie die Fragen. Also sie gibt den Fragen Berechtigung, wenn sie dazu nichts sagt. Das ist das Gleiche bei der AfD auch immer gewesen. Und das wissen die Öffentlich-Rechtlichen und versuchen es auszuspielen. Und aus meiner Sicht, das wird auch verfangen. Also ihr könnt euch ja zum Vergleich, das Interview gibt es ja noch, ich verlinke es in der Beschreibung, ihr könnt euch ja mal das ungekürzte Interview angucken. Es wirkt immer noch entstellend. Bei Markus Lanz war es so, dass Sarah Wagenknecht im Dauertakt unterbrochen wurde. Also sie konnte kaum 10 Minuten ausreden und es wurde ihr dann so eine Art gegen Sarah Wagenknecht vor die Füße gestellt. Also es war eine hübsche Frau, die auch schwarze Haare hatte und die aber ihr immer ins Wort fiel und sie von Markus Lanz und ihr in die Zange genommen wurde. Allerdings, aus meiner Sicht, ist es nicht gelungen. Also Markus Lanz und diese Frau, sie haben trotzdem verloren. Weil Sarah Wagenknecht, das muss man ihr zugestehen, sie ist unglaublich gut vorbereitet. Also sie ist unglaublich faktensicher und sie kann immer sofort reagieren. Und aus meiner Sicht, da die Kontrolle zu behalten und nicht nervös zu werden und sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, das ist schon eine Meisterleistung. Also sie muss da bestimmte Strategien haben, dass sie sich nur auf die Argumente konzentriert und das ganze andere außen vor lässt und sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also das würde mich mal interessieren, wie Sarah Wagenknecht das übt, wie sie sich vorbereitet. Natürlich hat sie jetzt schon viel Talkshow-Erfahrung, aber trotzdem so faktensicher immer parieren zu können. Und sie verzichtet ja auch darauf, aufs Thema zurückzukommen. Das heißt, sie wird unterbrochen, es wird wieder irgendwo anders hingelenkt und sie kann da sofort wieder eine Antwort geben. Dann wird sie wieder unterbrochen. Die beiden, also Markus Lanz und diese Journalistin in Anführungszeichen, sie kommen dann wieder auf was anderes. Und dann antwortet Wagenknecht wieder, lässt sich aber nicht aus dem Konzept bringen. Und so geht das Ewigkeiten. Es wirkt natürlich dann vor der Öffentlichkeit wie ein Verhör. Und ja, also Sarah Wagenknecht hat das gewonnen, wo man wirklich Respekt haben muss. Und bei Karin Mioska, ja, also aus meiner Sicht, da bin ich mir nicht sicher, ob Wagenknecht das gewonnen hat. Weil es wirklich unglaublich entstellend war. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.